Ist das geil, ist das geil. Ich bin wieder unterwegs und zwar heute wieder auf den Eider-Trainer-Sorgeradweg, denn es ist wieder ein schöner Tag, der dritte Samstag in Folge, ein Glück. So kann ich den Weg weiter verfolgen, heute auf der letzten Runde der Nordrunde. Ja, das Rad ist am Start, ich bin am Start, die blaue Jacke ist auch wieder dabei, aber dieses Mal, ja, der Heiko nicht. Der hatte keine Zeit, schade, aber ich hoffe, ihr habt das auch letztes Mal verfolgt, auch sein Video gesehen. Hat sehr viel Spaß gebracht. Ja, dann bin ich heute halt wieder alleine unterwegs. War aber wieder beim besten Wetter, so wie es aussieht. Ja, das werden ungefähr 90 Kilometer, über 90 Kilometer. Bin schon ein paar Kilometer hierher gefahren von Elfte, den Ausgangspunkt, hierher nach Süderstapel. Dort ist der Bootshafen. Hier drüben richtig schöne Boote dort und hier schöne Badestelle. Richtig tolles Plätzchen wieder hier. Ich hoffe, dass ich heute auch noch ein paar mehr sehen werde. Denn bei der Recherche habe ich schon wieder entdeckt, so einige Orte, ja, die kann man wieder gut zeigen, was Besonderes. Denn eigentlich kenne ich so ziemlich alle Wege jetzt nördlich von hier. Die bin ich alle schon mal gefahren, auch heute fast alle, die ich heute noch befahren werde. Aber da sind so einige Dinge bei, die habe ich vorher nicht gesehen. Habe natürlich noch mal recherchiert bei Google und so weiter. Ja, da habe ich doch noch Einzelnes entdeckt, was man vorher nicht wusste. Also kommt noch einiges auf mich zu, auch auf euch auf jeden Fall. So wie diese Highlight schon mal hier, dieses Startplätzchen heute. Richtig toll hier an der Eider. Aber heute wird man auch endlich mal viel, viel mehr die Träne sehen. Ja, und hoffentlich auch schöne Bilder. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt bin ich an einem kleinen Highlight hier angekommen. Ja, man kann hier sehr gut in die weite Ferne gucken, ins platte Land. Man kann sogar Rendsburg einige Gebäude sehen, aber natürlich nur mit dem bloßen Auge und nicht mit der Kamera. Ich kann das nicht so gut einfangen, aber richtig weiter Blick. Ja, ich bin hier ja, sozusagen auf einem Sandstapel sozusagen. Deswegen dieser Höhenzug heißt hier auch Stapel. Das ist ein urzeitliches, ein eiszeitliches Cliff. Da bricht das fast so richtig steil hinunter. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was hier sehr besonders ist, denn hier in dieser Gegend ist die geringste Lichtverschmutzung in der Nacht. Das bedeutet, den Sternenhimmel kann man besonders gut sehen. Deswegen ist das hier auch der Stapelholmer Sternkick. Ja, hier sind Informationstafeln aufgestellt.
Da kann man den Sternenhimmel einstellen, wie es gerade zur Zeit ist. Ja, natürlich ist es jetzt hell. Ja, sehr informativ, werde ich gleich nochmal groß einblenden. Und hier ist auch nochmal ein Polarsternfinder. Ja, zurzeit natürlich nicht zu sehen. Ist immer, wenn man da die Ringe zusammenpackt, also steht, ist da immer in diesem Kreis der Polarstern zu sehen. Ja, zurzeit natürlich nicht. Ein bisschen hell, aber das Besondere ist ja auch noch hier, weil das eine ganze Gegend ist, sind hier noch 5 weitere Plätze in dieser ganzen Gegend ausgeschildert, ausgewiesen als Sternplätze. Ja, das habe ich vorher echt nicht gewusst, das habe ich erst so ein bisschen durch Google erfahren, dass es hier gibt, aber sehr, sehr interessant. Vielleicht muss man hier echt mal nachts kommen, denn hier ist weit und breit keine großen Orte zu sehen, deswegen ist es hier richtig dunkel in der Nacht. Also mal was ganz anderes, das hätte ich nicht erwartet hier. Ja, schade, es ist nicht dunkel, aber ich will auch nicht im Dunkeln fahren. So, jetzt geht's weiter Richtung Schwabstedt, glaube ich. Hier befinde ich mich jetzt in Schwabstedt, richtig schön wieder gelegen, hier an der Treene mit einer eigenen Badeanstalt, alles dabei, wieder schönes Plätzchen. Ich muss dazu sagen, hier bin ich letztes Jahr auch schon vorbeigekommen, auf dem Wikinger Friesenweg. Ja, die beiden Wege kommen jetzt so ein bisschen zusammen, mal gehen sie mal ein bisschen auseinander, dann sind sie wieder zusammen, so bis Hollingstedt. Ja, also kennt man das schon so ein bisschen, aber die kleinen Umwege machen den Weg aber auch schon wieder ein bisschen anders. Gerade eben bin ich auch wieder einen schönen Streckenabschnitt gefahren, immer so an der Treene hier entlang. Richtig schön, richtig ruhig, richtig einsam. Ja, und dann hoffe ich, es geht gleich hier so weiter. Leider habe ich ein bisschen Pech. Eigentlich sollte voll die Sonne scheinen, aber ein so ein Wolkenfeld hat sich da vorgesetzt. Ah, jetzt kommt sie wieder so ein bisschen raus, aber eigentlich war vorhergesagt ziemlich viel Sonne. Naja, Hauptsache es regnet nicht. Ja, mal sehen, ob sie noch rauskommt. Und der Weg wird wahrscheinlich auch wieder richtig schön werden, die nächsten Kilometer. Hier bin ich wieder an einem schönen Streckenabschnitt. Hier fahre ich nämlich zwischen der Treene und dem Wilden Moor. Ein großes Naturschutzgebiet wieder hier. Direkt an der Treene. Wunderbar. Schöner Radweg. Ja, hier bin ich auch
letztes Jahr vorbeigekommen beim Wikinger Friesenweg. Ja, sehr schön hier. Ja, die Sonne. Ich hoffe, sie kommt gleich mal raus. Sieht bald ein bisschen besser aus. Ja, ein bisschen wärmer wird es auch. Mal sehen, ob ich gleich noch mal ein schönes Plätzchen kriege. Für eine kleine Pause, um das hier noch mal richtig zu genießen. Nach einer ausgiebigen Pause kann es jetzt weitergehen Richtung Ostenfeld. Jetzt bin ich oben in Ostenfeld, hier oben. Ja, für schleswig-holsteinische Verhältnisse. Es ging auch jetzt immer hoch und runter. Immer wieder über so einen Sandrücken rüber. Wieder runter, wieder hoch. Ja, aber jetzt hat man immer einen schönen Ausblick. Das kann man wahrscheinlich im Moment gerade nicht sehen. Immer wenn man ein bisschen erhöht ist. Weiter Blick ins Land. Ja, und hier das Schwimmbad. Naja, das dauert noch ein bisschen, bis das geöffnet wird. Sobald die Sonne da ist, ist es so warm, aber wenn sie weggeht, ist dieser kalte Wind da und dann, boah, ich habe aber trotzdem jetzt die Jacke ausgezogen. Es geht, mal sehen, wie das Wetter sich verhält, ob es vielleicht doch nochmal ordentlich schöner wird. So, jetzt geht es auch kurz durch Ostenfeld und dann Hollingstedt, glaube ich, ist dann das nächste. Hier bin ich jetzt wieder an der Treene angekommen, bei Hollingstedt. Ja, bis hierhin war sie ja mal schiffbar. Die Wikinger haben ja hier einen Hafen gehabt, um ihre Waren Richtung Nordsee zu schiffen. Aber nichts mehr davon zu erkennen. Ja, alles abgebaut, überhaupt nichts mehr. Da, aber eine Kanu-Einsatzstelle gibt es hier drüben noch auf der anderen Seite. Das ist jetzt der einzige Hafen, der hier noch übergeblieben ist. Ja, Glück habe ich anscheinend jetzt doch noch. Die Sonne kommt jetzt raus. So wie es in diese Richtung aussieht. Alles wunderbar, keine Wolke mehr zu sehen, also wird es Rest des Tages wohl sehr sonnig werden. Oh, mal schön, was als nächstes so als Highlight kommt. Es geht erstmal Richtung, glaube ich, Dörpstedt.
endlich hier auf einer Nebenstraße angekommen. Gerade eben Holling steht, da Dörp steht, nicht so schön. Der Radweg, der da an der Straße, an der Landstraße war, war ziemlich kaputt. Ja, und dennoch die vielen Autos, war relativ viel los, aber hier ist jetzt auch ruhig. Zwar auch nicht der heilste Asphalt, aber sehr schön. Und jetzt geht's erstmal Richtung Wohlde. Bin ich jetzt durch. Ja, ich habe auch gerade den ersten Storch gesehen, denn es geht jetzt nach Bergenhusen. Das Storchendorf schlechthin hier in dieser Gegend. Da gibt es ganz viele Brutpaare. Und das Wegstück, was ich gerade eben hatte, war richtig schön. Richtig einsam. Mal so ein Wassergraben entlang. Richtig toll. Und jetzt auf einmal ist man hier ganz oben und hat so einen tollen Blick ins flache Land. Richtig stark, es macht richtig Laune, vor allen Dingen auch, weil die Sonne so schön jetzt scheint. Oh, dass sie jetzt noch rausgekommen ist, ist echt super. Oh, wie vorher gesagt, hatten wir doch recht. Naja, jetzt erstmal rein ins Storchendorf Bergenhusen. Ich bin jetzt hier mitten in Bergenhusen und hier sind überall Nester zu sehen. Wo soll ich anfangen? Da oben sitzt einer. Da beim Restaurant da über. Ein Haus weiter noch einmal. Ach, hier sind auch so viele Nester. Die kann man nicht richtig schön sehen. Ja, und was man ja auch sieht, die Außengastronomie ist in Schleswig-Holstein geöffnet. Das ist ein riesen Luxus. Ja. Ob das wie lange das noch bleibt, keine Ahnung. Ich hoffe, es bleibt so schön niedrig hier, die Zahlen, wie es zurzeit hier ganz im Norden ist. Das freut einen so ein bisschen, dass man hier ein bisschen weniger hat, aber kann da wieder ganz schnell anders laufen. Aber davon will ich gar nicht reden. Ich will den Tag genießen. Deswegen werde ich mich hier hinsetzen und noch eine schöne Pause machen und die ein bisschen beobachten. Ja, und dann geht's weiter, ich glaube, wieder ins Flachland. Richtung Börm, glaube ich, ist das nächste.
mühsamen Pause habe ich jetzt hier noch einen kleinen Abstecher gemacht zur Mühle von Bergenhusen. Ach, man hat da hier viele Brutpaare gesehen. Das Nabu-Zentrum ist natürlich jetzt noch geschlossen. Ja, kann man noch nicht rein. Mal sehen, wann das mal wieder alles öffnet. Aber jetzt geht's auf die letzten 25 Kilometer vom Eidertrine-Sorgeweg und den Rest noch Zuweg von 8 Kilometern ungefähr bis nach Erfde. Dann ist schon wieder Schluss. Ja, so schnell geht das. Naja, aber ein bisschen Weg habe ich ja noch. Die Strecke nach Böhm war gerade sehr schwer erkämpft, das sah vielleicht jetzt nicht so aus, aber da kam auch der Wind ordentlich entgegen. Heute ist er ein bisschen stärker, aber egal, die Landschaft hat er doch entschädigt, man konnte weit rundum gucken. Richtig schön wieder, ja, aber ich habe gerade eben nochmal geguckt, mit den Kilometerangaben war ich gerade ja ein bisschen verkehrt. Jetzt habe ich nur noch 8 Kilometer und 12 Kilometer Zuweg sind es ja auch nach Hälfte, also ist es gar nicht. Noch ein bisschen kürzer, ist gar nicht so weit. Ah, noch früher zu Ende. Aber ich weiß, da kommen noch Highlights, die ich mit eingeplant habe. Also noch dranbleiben. Nun bin ich hier an dieser Stelle, an der ich bei der ersten Runde auf den Eidertrine-Sorge-Radweg bei Klein-Bennebeck gestoßen bin. Somit habe ich den geschafft. Es ist zu Ende. Ha, noch nicht ganz. Hier ist nicht der richtige Platz, um ein Fazit zu ziehen. Denn ich habe noch ein paar Highlights versprochen. Denn auf dem Rückweg habe ich jetzt noch eine andere Strecke geplant nach Erfde, damit ich da noch was mitnehmen kann, was ich euch noch zeigen möchte. Und dann werde ich ein Fazit an irgendeinen schönen Ort noch mal ziehen. Also es geht noch ein Stück weiter. Jetzt ist hier das erste Highlight, die Windmühle Gisela. Die ist noch erhalten, weil es inzwischen jetzt ein Wohnhaus ist. Und wie man sieht, sogar mit Glasfaseranschluss. Also bestes Internet hier. Naja, es geht weiter. Es war noch nicht das letzte.
was ich euch zeigen wollte. Hier ist das nächste Highlight, die Badestelle. 5 Mühlen, ein bisschen Sand hingekippt und schon ist es hier eine Badestelle. Aber hier ist auch die Kanu-Einsatzstelle. Richtig schöner Ort, also richtig ruhig. Ja, Parkplatz ist so gut wie nichts vorhanden. Also mit Rad gut zu erreichen hier. Wie man hört, sehr ruhig. Oh, wunderbar, das ist wieder die Sorge. Dieses Flüsschen hier, herrlich, aber es war noch nicht das Ende, es kommt noch ein Highlight, sowas Ähnliches wie hier. Da habe ich doch glatt ein Highlight vergessen, diesen Aussichtspunkt hier. Man blickt hier auf den Meckerkog mit Doppel-G geschrieben. Ja, so heißen auch einige Orte hier, Meckerholm und so weiter, Meckerdorf. Ah, toller Ausblick. Man sieht sogar die Mühlen. Da ist Bergenhusen mit der Mühle. Da ist der Ort 5 Mühlen. Warum? Brauchen wir ja wohl nicht sagen, aber sind nicht mehr alle erhalten. Da hinten ist nochmal die Gisela zu sehen, die Mühle. Ja, und Erfte, ah, nicht ganz, liegt da oben auf dem Hügel. Ah, kann man nicht erkennen, aber schöner Aussichtspunkt und der gehört hier auch ausgewiesen zum Sternenkickpunkt. Also hier ist auch wieder sehr wenig Licht in der Nacht. Da kann man sich auch vorstellen, hier sind ja kaum Häuser rundherum. Hier kann man richtig die Milchstraße gut sehen. Naja, aber wie gesagt, ich habe noch einen. Ich hatte ja diesen hier unterschlagen, also kommt immer noch einer. Es geht immer weiter. So, jetzt, das ist das letzte Highlight jetzt auf meinem ganzen Weg. Die ganzen Tage, was ich da alles gesehen habe. Jetzt ist es zu Ende. 3 Samstage an 3 Wochenenden hintereinander. Super, dass es so geklappt hat. Echt. Ich habe so viel gesehen, was ich vorher hier noch gar nicht kannte. So wie hier, Badestelle Meckerdorf. Richtig schön. Ah, das war ein schöner Tag. Über 90 Kilometer wieder heute.
Drei tolle Tage, das kann ich echt sagen. Somit ist es jetzt auch Zeit, Fazit zu ziehen über den Eider-Trainer-Sorgeweg. 240 Kilometer lang. Ich habe ihn natürlich länger abgefahren, dadurch, dass ich immer in Elfte gestartet bin und Runden gemacht habe. Aber das waren drei richtig schöne Tage. Es war richtig toll. Die erste Runde, die Südostrunde. Tolle Highlights, die ich vorher noch nicht kannte. Richtig herrlich. Natürlich war es auch das Wetter mitgeschuldet. Aber wie ihr wisst, ich fahre viel bei schönem Wetter, zumindest filme ich da immer. So hat das jetzt auch richtig schnell gepasst, das hier zu Ende zu bringen, an drei Samstagen hintereinander. Und die zweite Tour, der mit Heiko, die Westroute, richtig schön, wieder Orte gesehen, die ich vorher nicht kannte. Ganz toll und auch heute wieder. Da werde ich bestimmt immer mal wieder welche anfahren, mit dem Rennrad auch, um schnell mal so am Wochenende zu fahren. Richtig, richtig toll. Zur Wegbeschaffenheit kann man ja sagen, ja, es waren öfters mal Stellen mit Betonplatten, die abgesackt waren, oder Schotterwege, wenig an Landstraßen. Meistens waren die dann auch zumindest wenig befahren, aber so wie heute war mal eine Strecke, da war es nicht so schön. Ja, aber sonst im Allgemeinen richtig schöne Strecke. Ja, man sollte schon ein gefedertes Rad haben oder mindestens so ein Gravelbike haben, wie ich, das ein bisschen die Schläge wegnimmt. Weil das war schon ganz schön heftig und man soll es nicht unterschätzen. Ab und zu ist es auch manchmal richtig frei. Also der Wind packt gut an. Gerade heute habe ich es gemerkt, wo der Wind auch ein bisschen stärker war. Also das soll man nicht ganz unterschätzen. Ich habe natürlich auch ziemlich große Runden gemacht. Die erste schon über 110, letzte 90, auch jetzt wieder über 90. Das ist schon sehr sportlich, aber man kann natürlich auch viel kürzer machen, die Routen, wie man möchte. Natürlich die Anreise zu den einzelnen Punkten ist natürlich schwierig, weil es gibt hier keine Bahnverbindung, nur Bus vielleicht. Ja, aber das Auto ist eigentlich die beste Möglichkeit, zurzeit hier mit dem Rad irgendwo zu starten auf dem Weg oder über mehrere Tagesetappen in einzelnen Orten zu übernachten. Ja, sonst die Ausschilderung war heute nicht so doll, muss ich sagen. Die anderen Tagen war es immer gut. Aber heute, wo der Mann nicht auf den Wikinger Friesenweg geführt hat, da war dann auf einmal keine Beschilderung mehr. Aber naja, trotzdem war es sehr schön. Ich konnte mich ja orientieren, zumindest an meinem Track von der offiziellen Seite. So habe ich doch alles gut mitnehmen können. Tolle Highlights, also hier wieder richtig herrlich. Ja, Wetter konnte ich jetzt nicht viel meckern. Tja, war leider etwas kühl, aber auch etwas kahl. Ich würde sagen, andere Jahreszeit sieht es hier wieder völlig anders aus. Also kann ich das eigentlich noch nicht ganz rüberbringen, wie es wirklich ist. Also man sollte es auf jeden Fall selbst gefahren sein. Also ich kann es nur empfehlen. Ich war sehr überrascht über diese ganze Landschaft, auch wenn es nur platt ist. Aber auch mal diese Hügel oben zu sein und mal über das platte Land zu gucken, das war ja auch dabei, so wie heute. Das war vermehrt. Höhenmeter zu vernachlässigen. Und wenn man ein E-Bike hat, ist das sowieso völlig egal. Dann ist natürlich auch der Wind nicht so wichtig. Aber ja, Windrichtung ist sowieso nicht so wichtig, weil da macht er so viele Kehrtwendungen, dass egal, was man abfährt, immer mal Gegenwind und Rückenwind hat. Also das ist absolut, tja, völlig egal, die Windrichtung. Das war so der Eider-Trainer-Sorgeradweg. Richtig schön. Wollte ich auch schon länger fahren, habe den immer mal im Auge gehabt und jetzt habe ich es durchgezogen, habe natürlich auch sehr viel Glück gehabt, dass ich es jetzt so schnell durchziehen konnte. Dafür war es natürlich noch recht kahl, aber naja, wer weiß, was noch kommt, denn geplant hat man ja viel. Tja, was möglich ist, weiß man nicht. Ich werde auf jeden Fall fast jedes Wochenende fahren, so wie wenn ich Zeit habe und das Wetter stimmt, auf jeden Fall. So wie morgen werde ich bestimmt auch noch mal fahren, schönes Wetter, werde ich aber nicht filmen, werde ich wahrscheinlich noch eine Rennradrunde machen an die Ostsee. Tja, aber was dann kommt, ich habe ja nur alles aufgebraucht, was ich in der Hinterhand habe. Vielleicht noch ganz alte Videos von, weiß ich gar nicht, 16, 17 habe ich glaube ich noch nicht gezeigt, da habe ich aber nur vom Lenker gefilmt. Ob ihr das sehen wollt, ja, weiß ich nicht, da könnte ich vielleicht noch mal einen Zusammenschnitt machen. Aber sonst bin ich jetzt aktuell, 2020 ist abgehakt. Mit dem letzten Video. Ja, und jetzt bin ich hier zu Ende. Was kommt? Steht in den Sternen, geplant ist viel. Mehrtagestouren, mal am Wochenende durchziehen. Wenn Dänemark aufmacht
und ich da wieder rein kann. Und dann gibt es auch wieder ohne Ende Zelttouren am Meer. Und ach, da habe ich so viel geplant, man weiß es halt nicht. Also, es kann sein, dass jetzt mal eine Pause ist mit den Videos. Ja, aber ich bin nicht weg. Ich werde versuchen oder ich werde so viel wie möglich machen. Ja, vielleicht nur zu Hause ums Haus, dann ist es halt eine Wiederholung. Die werde ich dann nicht filmen, außerdem würdet ihr das auch wieder sehen. Aber müsst ihr schreiben, wenn ihr da auch wieder was sehen wollt. Was wiederholt sich ja sonst immer alles? Obwohl Rainer Dornbock wiederholt sich ja auch andauernd. Ist ja jedes Mal wieder schön zu sehen. Den Schwarzwald oder wie bei mir an der Ostsee. Es gibt noch so ein, zwei Stellen, die könnte ich noch mal abfahren. Ich warte noch auf die Rapsblüte. Da werde ich bestimmt auch noch mal durch Angeln fahren, durch meine Heimat. Das ist immer die schönste Zeit. Ja, da kommt bestimmt noch mal was. Aber es, wie gesagt, es kann sein, dass es noch mal eine Pause gibt. Aber ich bin nicht weg. Ich werde weiter filmen. Das macht Riesenspaß. Ja, und deswegen werde ich mir jetzt hier einen Siegerradler gönnen für diesen gelungenen Radweg, diese tollen drei Runden. Ja, also sauber. Prost, also dann sage ich mal danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal, moin moin. Tschüss.